Community, hier ist wieder Leo Fair von Möbius Gaming und ich breche nochmal ganz kurz ab, weil ich möchte euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Jetzt hier, wir spielen heute mal Valla, die Assassinen und etwas weiteres Cooles, was es hier nämlich gibt, was so typisch Blizzard im Grunde ist. Gib mir mal eine Sekunde Zeit, warum das denn hier da? Es gibt nämlich Daily Quests, jawohl, hier könnt ihr das nämlich sehen. Das ist echt ein Highlight, was man immer bei Blizzard-Spielen mittlerweile hat. Das sind die Dailies und man kann halt einfach dieses tolle Gold hier kriegen. Na, wofür man sich dann wieder tolle Charaktere freischalten kann, zum Beispiel Funkelchen. Aber es gibt noch mehr Dinge halt, die über die Zeit freigeschaltet werden. Ich gehe nochmal hier auf das Profil und gehe mal hier auf, upsi, Heldenfortschritt. Weil das Interessante ist nämlich auch, wie ihr sehen könnt, das sind meine Fortschritte bei den einzelnen Helden, ne? Und wenn wir jetzt hier mal sehen, wenn ihr anfangt zu spielen mit einem Helden, habt ihr nämlich nicht alle Fähigkeiten freigeschaltet, sondern nur die ganz, ganz grundlegenden, die einfachsten. Und wenn ihr dann Stufe 2 seid, erhaltet ihr die zweite heroische Fähigkeit. Auf Stufe 3 erhaltet ihr schon etwas wichtigere und bessere Talente. Auf Stufe 4 erhaltet ihr dann die Talente, die vielleicht ein bisschen schwer einzusetzen sind oder wo man erstmal vielleicht auch gar nicht weiß, wofür die genau sind. Und das ergibt sich dann erst so mit der Erfahrung, die man dann mit dem Helden sammelt, ne? Auf Stufe 5, das ist nämlich für euch alle auch interessant, die ihr das ganze Game, das ist natürlich Free-to-Play und ihr könnt aber mit, wenn ihr auf Stufe 5 kommt mit einem Helden, ihr seht halt, ich arbeite darauf hin, dass man zumindest auf Stufe 5 mit jedem Helden kommt, erhaltet ihr immer einfach mal 500 Gold, wofür man sich dann wieder neuen Helden freischalten kann, ne? Auf Stufe 6 gibt es halt das Heldenporträt, das ist das hier oben, ne? Da könnt ihr durchgehen, durch mein Funkelchen, obwohl ich ein hübscheres Bild bevorzugt hätte. Skin-Varianten, ja, denn in der Tat gibt es bunte Skins für jeden Helden, ne? Und also die gibt es einfach so dazu, die behaltet ihr dann, es gibt Funkelchen in Gelb, es gibt Funkelchen in so einem Dunkelton, ne? Dann noch eine Skin-Variante gibt es hier dann, wie gesagt, das gibt es dann den dunklen oder erstmal gibt es den bunten halt, ne? Dann gibt es das Elite-Porträt, das sieht noch ein bisschen anders aus, ne? Also im Grunde sieht es fast genauso aus wie das hier, ne? Und den Elite-Skin und das möchte ich euch ganz kurz zeigen, weil das bedeutet nämlich, dass es einen ziemlich cool aussehenden Skin einfach dafür gibt, dass man mit diesem Charakter, ja, wo haben wir es denn mal, wo ist ein Valla? Das hier ist der normale Skin, wie ihr sehen könnt. Hier sind die Skin-Varianten. Dann ist sie halt in grün oder auch jetzt mal in pink. Und der Elite-Skin ist nämlich der hier. Krok. Das ist nicht einfach nur bunter oder so, ne? Nein, es ist ein richtiger Skin mit richtig coolen Sachen. Und selbst den gibt es in Skin-Varianten, ne? Bei Funkelchen, ich zeig das einfach nochmal ganz kurz, einfach weil Funkelchen so toll aussieht. Ne? Mal gucken, wo haben wir dich denn mal? Schließen, genau, hier ist es. Das. Dann habt ihr hier nämlich den Stufe 10 Elite-Skin, so mit Hörnchen und so. Was ich ein bisschen schade finde, man kann den Helden hier zurzeit nicht drehen, diese Animation. Also zumindest habe ich sie nicht gefunden. Ich drücke mal ganz kurz andere Tasten. Nee, ich kann ihn hier nicht drehen. Na, schade, aber das ist egal. Wir sind jetzt gleich mal erstmal mit Valla unterwegs halt. Das war jetzt so die Idee. Ich bin bereit. Ja, und halt, halt, ich habe was vergessen. Oh Gott, im Himmel, gib mir Kraft. Und zwar die Profilübersicht. Das ist nämlich das ganze Interessante. Ihr erhaltet nämlich für die einzelnen Stufen, wo haben wir es denn nochmal? Belohnungen, genau. Ihr erhaltet für die einzelnen Stufen auch immer zusätzliche Sachen, ne? Auf Stufe 2 gibt es erst nochmal 1000 Gold dazu. Stufe 4 gibt es nochmal 1000 Gold, ne? Und auch hier gibt es noch weiter Gold. Und hier ist nämlich auch sehr interessant. Die täglichen Quests müsst ihr euch auch erst freispielen. Und auf Stufe 12 und Stufe 15 gibt es weitere Plätze in der Heldenrotation. Warum ist das so? Ganz einfach, weil ihr dann bis Stufe 12 oder 15 erstmal eine kurze Zeit hinweg, die ganze Zeit die gleichen Charaktere gespielt habt. Und dann erhaltet ihr nämlich in der Rotation, ich zeig dir jetzt mal ganz kurz, bei Spielen. Ich habe nämlich auch nur zwei Helden bisher freigeschaltet extra. Nämlich Valla, die gab es einfach dazu, weil ich Diablo 3 irgendwie installiert hatte. Und halt Funkelchen habe ich mir natürlich gekauft. Und in der Heldenrotation, das erkennt ihr übrigens, dass die Charaktere in der Heldenrotation sind, dass die oben diesen Kreis drauf haben. Erhaltet ihr dann zwei weitere Slots. Stellt euch mal vor, die beiden wären jetzt nicht mit dabei. Dann habt ihr nämlich die ganze Zeit nur diese Helden gezockt, die ihr jetzt hier habt. Aber mit der zusätzlichen Heldenrotationsslot, mit dem zusätzlichen Slot kriegt ihr natürlich dann noch Zugriff auf noch mehr Helden, damit es halt nicht langweilig wird. Den Shop zeige ich euch mal ganz kurz. Ich sammle jetzt hier gerade Gold einfach, ne, um mir nämlich als nächstes mal, Funkelchen habe ich schon, hier ist Murky, oh, der hat schon Mann gesagt, den will er unbedingt haben. Zu Recht, Murky ist cool, ne. Übrigens sagt auch jeder,
Ja, hier übrigens, die Geschichte ist ganz toll, ne? Ja, also die ist wirklich lustig. Also das ist eine der besten Geschichten, die ich je gesehen habe. Ne, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass man mit so wenig Zeilen so viel Poesie ausdrücken kann. Ja, auf jeden Fall ist halt Zagara bei mir auf dem Schirm. Oh, die kostet nur 7.000. Da kann ich die mir gleich leisten. Geil. Ich habe gedacht, die kostet 7.500. Nee, dann hole ich mir die gleich. Was aber das Besondere halt ist hier, jeder Charakter, wenn ihr ihn kauft, sagt eine Kleinigkeit. Ich habe mich fast weggeschmissen, als ich Funkelchen gekauft habe, weil der sagt nämlich, sind wir jetzt Freunde? Ich hab dich lieb. Ja, toll, ne? Ist großartig. Also, hier ist einfach für jeden in der Hinsicht was dabei. Ich kann euch nur mal empfehlen, setzt euch ein bisschen mit dem Game auseinander und ihr werdet feststellen, dass es hier etliche Dinge gibt, die ziemlich beeindruckend sind. Was heißt, setzt euch mit dem Game auseinander? Es ist ein bisschen gemein, weil schlicht und ergreifend zurzeit nur eine begrenzte Anzahl an Leuten überhaupt Zugriff auf das Game hat. Aber ich versuche es ja auch zu verbreiten. Ich hoffe ja auch inständig, dass ich diese Keys bekomme. Und ich habe ja schon angekündigt, die gehen dann in die Community rein. Und ich habe ja auch schon allen gesagt, die sollen mich anschreiben, jeder irgendwie. Weil das ist einfach, das fühlt sich einfach Next Gen an, muss ich sagen. Also es, ne, wenn man es jetzt mit großen Klassen, Platzhirschen, Klassenprimusen vergleicht, da bleibt uns natürlich nur LOL, Dota und Smite natürlich und vielleicht Heroes of New Earth und so. Es gibt natürlich noch mehr Bloodline Champions und hast du nicht gesehen, tralala. Oder jetzt hier Strife ist neu rausgekommen. Ne, im MOBA-Markt gibt es einfach ganz, ganz viel, aber das hier ist einfach krass, muss ich sagen. Auch wie. Ich habe auch das Gefühl, dass die Bewegung der Charaktere, auch wenn es halt so sehr, sehr, wie nennt sich das? Es ist halt alles sehr. Erhöht die Reichweite? Das nicht. Es ist natürlich alles sehr, sehr, sehr comicartig, aber es ist auch genau der Blizzard-Stil, muss man sagen, ne? Aber trotzdem, alle Ränder sind irgendwie scharf, alles wirkt irgendwie wie so, ja, keine Ahnung, es ist alles sehr lebendig, hier dreht sich ein Schlüssel, da geht jetzt sowas runter. Jede Map hat einen eigenen Sprecher, Leute, der alles kommentiert, was man tut. Das ist, bin also nicht nur ich, der hier labert. Jede Map hat einen eigenen Sprecher. Es gibt sogar. Ein Held hat den Kampf verlassen. Was ich gerade sagen wollte, ist, es gibt sogar einen Sound dafür, wenn man das, wenn ein Spieler das Game verlässt. Ist das nicht krass? Ah, da war Funkelchen. Funkelchen muss sterben. Nee, aber ihr müsst euch das mal überlegen. Es gibt ja sogar Sounds, wenn ein Spieler rausfliegt oder rausgeht. Ne, also ich finde das schon echt krass. Da! Ne, also selbst an solche Sachen wurde gedacht. Übrigens hat das Game auch, und deswegen möchte ich mal ganz kurz an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen. Das Game hat sogar eine eigene Mechanik dafür, wenn Leute liegen. Wenn Leute also weg rausgehen, einfach aus dem Game. Weil Blizzard, die Blizzard-Mitarbeiter meinten dann nämlich auf der BlizzCon von wegen so, ja, das ist halt deren Spielstil und dann werden die in Zukunft halt auch nur noch, hallo Illidan, mit Leuten zusammengesetzt, die ebenfalls gerne das Match verlassen. Das bedeutet, dass diese Leute sich dann allesamt immer zusammenfinden, ne, und nur dadurch halt raus können, indem sie ein Spiel, selbst wenn ganz viele AFKler drin sind, weil man ist ja unter seinesgleichen, und dass sie halt selbst dann diesen Status, weil sie sind, man ist dann geflaggt als jemand, der gerne rausgeht aus dem Game, und dass sie diesen Status halt nur dadurch verlassen können, indem sie halt drin bleiben und bis zum Ende spielen. Damit erzieht man sich die Leute so ein bisschen zurecht. Finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt, ne? Ja, hier die Minen. Darüber möchte ich mit euch reden. Denn diese Map-Mechanik hier ist. Es gibt hier halt einen Nekromanten und der stellt uns seine tollen Golems zur Verfügung. Ein kluger Schachzug. Nur, damit wir an die Golems rankommen. Ja, da habe ich Angst reinzugehen. Zack. So, Zagara. Ja. Zielsuchender Pfeil und dann. Bam. Ups, mir ist ein Fehler unterlaufen. So, wir müssen nämlich Schädel einsammeln. Ah, ich muss hier ein bisschen drin bleiben gerade. Ich komme gerade nicht raus. Ich drück mal N. Vampirangriff, durchdringender Pfeil. Erhöht die Reichweite von. Finde ich gut. Wir sind natürlich ein Range-Charakter. Ja gut, den haben wir vertrieben. Der kommt ja aber gleich wieder rein. Beziehungsweise ist ein Assassine.
Ja, Schwarmkönigin Zagara finde ich sehr, sehr cool, den Charakter. Wie die wohl aufmacht? Kann die überhaupt nicht. Nimm das Funkelchen! Ja, den haben wir erhalten, den haben wir bekommen. Ja. Nein, halt, ich bleib hier dran, ich bleib hier dran. Weil hier gibt's den großen Knochengolem und genau so ein Ding steht halt auch oben. Und wenn wir ihn umhauen, dann verliert er ganz viele Schädel. Ihr seht, das steht hier oben die ganze Zeit gleich hoch. Ich möchte auch welche einsammeln, denn das ist gut fürs Karma. Ja, jetzt ist halt diese Kartenmechanik hier. Und das Team, was den fetteren Golem hat, hat meistens einen Vorteil. Und wir haben gerade den fetteren Golem. Der ist nicht sehr viel fetter, aber der ist schon ganz okay. Wir haben eine ziemlich geile Teamzusammenstellung. Wir haben mal Tyrael, Rainer. Rainer ist noch ein Ranged Assassine, im Grunde wie so eine Art Schütze. Klar, mit seinem tollen MG dort, ne? Hier könnt ihr gerade das Leuchten sehen. Hier steigt nämlich unser Golem gerade hoch. Und der geht dann hier die Lane lang bis zum gegnerischen Nexus, um die Leute dort kalt zu machen, ne? Beziehungsweise um den Nexus zu zerstören. Das Schöne an der ganzen Aktion ist, dieser Golem kann halt von den anderen auch zerstört werden, aber er steht dann auch an der Stelle wieder auf, wenn sich die Minen wieder öffnen und man wieder Schädel gesammelt hat, um ihn erneut zu beleben. Ihr habt es gerade gehört, der Nekromant hat uns gerade mitgeteilt, dass unser Golem stärker ist. Es ist nur, sind nur zwei Schädel. Na, mehr ist es nicht, aber es ist schon. Ja. So, was ich euch übrigens empfehlen kann, ist, ich habe das Talent jetzt nicht drin, aber weil dieser, man merkt halt, Valla ist natürlich ein, sie ist natürlich, das ist nicht schön. Valla ist natürlich eine Art Assassine, beziehungsweise eigentlich ist natürlich ein Ranged-Charakter, aber ist egal, wir gehen jetzt mal hier ganz kurz. So, wir geben jetzt hier den Leuten einen kleinen Schuss. Ja, so ist das schön. Der gegnerische Golem soll getötet werden. Ich setze hier mal alles bis unter Druck. Die Gegner haben es hier gerade nicht einfach gegen uns. Und Tyrael hilft mir natürlich auch noch. Und ich zerballer mal die Zitadelle. Das ist so unser Hauptaugenmerk, was wir hier machen sollten. Schießen wir hier mal ein bisschen drauf. Valla ist halt natürlich, wie man sich vorstellen kann, sie ist einfach ein Archer. Ne? Die Bogenschütze, der die hier ordentlich den Leuten einheizen kann. Ein bisschen schneller läuft sie übrigens auch. Bei einigen Aktionen, beziehungsweise ich wurde gerade Hassstapel laufen ab. Sie sammelt noch Hass, das ist so eine Mechanik, die man ja vom Demon Hunter kennt aus Diablo 3, aber grundsätzlich hat sie natürlich einfach Pfeile, die sie abschießen kann. In unterschiedlichen Variationen. Ne? Also jemand, der Diablo 3 kennt, für den ist das hier natürlich ein sehr bekannter Charakter. Ansonsten halt, das hier ist halt ein zielsuchender Pfeil, der den Gegner mehrfach durchschlagen kann. Upsi, wenn man damit trifft. Das ist einfach ein Fächerschuss, der gut ist, auch um Lane-Minions wegzuballern oder auch viele Gegner auf einmal zu treffen. Na, dann das hier ist ein Salto, damit kann ich kurz wegspringen, um halt fucking trash. Disgusting. Keine Ahnung, was hier abgeht. Keine Ahnung, was der für Probleme hat. Wir führen sogar, wir haben eine Stufe mehr als unsere Gegner. Ja, dann, das hier ist einfach Hass und das bedeutet, die Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit erhöht sich für unsere Standardangriffe, wenn wir sie benutzen. Die Ult, da werden wir gleich Strafe reinnehmen, das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Na, hier könnt ihr gerade sehen, Ceratul ist unsichtbar, dadurch hat Illidan nicht gesehen und Ceratul holt sich den Illidan. So ist das geil. Ja, schön. Ceratul hat diesen blauen Schein um sich herum und das bedeutet einfach, er ist in dem Moment nicht sichtbar und kann halt von den Gegnern nur entdeckt werden, wenn sie besondere Fähigkeiten verwenden. Ja, das Ding. Hier, da, den zielsuchenden Pfeil, der macht so viel Damage. Hier haben wir eine Zitadelle, das gibt uns einen noch größeren Vorsprung. Wir ballern hier mal das Ding durch. Ihr hört gerade dieses Rummeln in den Minen. Ach komm, das müssen wir uns jetzt nicht antun. Hüpfen wir mal einen Schritt zurück. Und ja, komm, wir holen uns jetzt hier mal einen Turm noch, der verhindert, dass unsere Lane-Minions noch weiter fortbrechen können. Damit habe ich kein Problem. Tut mir leid, Illidan. Strafe aktivieren. Bam.
Was ist denn los, Illidan? Du machst hier so ein Luzerator, du machst hier so einen Stress gerade. Läuft doch super, wir haben fast 2 Stufen mehr wie die Gegner. Ich mache jetzt hier erstmal schön ein paar Schädel, holen wir uns gleich schon mal. Das bockt einfach. Hier ist Queen Zagara, die Schwarmkönigin, super geiler Charakter. Übrigens empfehle ich euch an dieser Stelle Gegner zu ignorieren und holt euch einfach die Schädel. Das ist einfach cooler. Man kann den Leuten jetzt hier in den Rücken fallen, machen wir jetzt auch mal. Ach, der ist die gegnerische Dings. Ja, wir müssen weg. Flieh. Ich muss kurz. Ja, also wieder Gegner einfach ignorieren am besten. Ihr seht, wir haben 54 Schädel, selbst wenn die Gegner jetzt die anderen restlichen Schädel bekommen, ist unser Golem größer. 60 Schädel haben wir. 60 Schädel, so macht man das nämlich. Leider werden wir jetzt hier wahrscheinlich gerade kurz gewiped. Ich bleib noch kurz in der Base stehen. Muss jetzt hier natürlich hin. Von uns ist einer down. Tyrael ist down. Der zweite ist down. Von den Gegnern ist einer weg. Ich lebe dafür und komme jetzt hier nochmal rein. Queen Zagara ist geflohen. Was richtig ist, das ist absolut richtig. Riesentöter, Verfolgungsjagd, bla bla bla. Riesentöter klingt gut. Riesentöter ist mehr Schaden gegen Gegner. Wir haben, unsere großartigen Leute haben das in der Tat hinbekommen. Sehe ich gerade. Da liegt sogar noch ein Schädel. Wer lässt hier einen Schädel liegen? Erhebt euch meine, ja, ihr seht, unser Golem ist erheblich fetter wie der vom Gegner. Die werden den jetzt hier umhauen. Ich gehe mit unserem Golem hier unten durch. Dafür ist Valla einfach großartig. Na, meine Ult ist Drave. Wer das kennt, ich bewege mich halt und schieße zielsuchend auf Gegner. Was will man mehr? Das ist doch alles 3 in 1 Ei, was man da irgendwie brauchen kann. Es gibt hier noch ziemlich coole zusätzliche Buffcamps bzw. Minioncamps. Söldner-Camps. Ich finde das gut, dass unsere Leute da jetzt rangehen, um noch so ein bisschen zusätzlichen Camp zu holen. So. Schön, Dreifach-Kill. Ihr hört jetzt die ganze Zeit Dreifach-Kill und so, das kommt euch vielleicht bekannt vor, irgendwie aus anderen MOBAs. Der Witz ist nur, das gilt für die ganze Gruppe, beziehungsweise für alle, die da dabei waren. Es ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, ich habe das letztes Mal in der letzten, hier mit Funkelchen nicht erwähnt, aber man levelt nicht sich selber, man levelt immer die ganze Gruppe. Das hier ist der Gruppenlevel, was ihr da oben seht. Das waren gerade übrigens auch so ein paar Minions dort, ne? Haben wir erstmal platt gemacht, alles kein Problem. Wir machen jetzt hier erstmal diese schöne große Ansammlung an Minions, die ballern wir einfach mal weg. Zielsuchenden Pfeil lassen wir dafür mal weg. Valla kann das einfach so. Aber Fächerschuss ist natürlich großartig. Also den zielsuchenden Pfeil verwende ich auch mal einfach, weil da hinten gerade Leute rumstehen. Ich könnte nochmal Strafe verwenden. Das Witzige ist halt, dass ich natürlich eine Fähigkeit bei mir drin habe, die dafür sorgt, dass wie soll ein Gaslow töten? Ja, wie soll ich das machen? Ich bin ja gerade alleine, Kollege. Also sorry. Ja, gehen wir mal zurück. Klick, ich blase zum Rückzug. Nö, gar nicht. Wenn jetzt hier Valla noch mit, wenn jetzt hier Zagara und Raynor mit dazukommen, bleibe ich vorne drin. Es ist eine andere Art von MOBA. Es sieht doch alles erstmal ganz easy going aus. Die Grafik ist natürlich sehr relaxed. Es wirkt alles nicht so hardcore. Es wirkt alles nicht so bierernst und dergleichen. Könnten wir vielleicht mal eh verwenden. Hier und da. Funkelchen! Fail. Na gut. Zack, der Pfeil heilt mich zum Glück ein bisschen wieder hoch. Ah. So, ich bin weg. Ja, aber ich trinke nur ganz kurz so ein Ding. Dann bleibe ich nämlich hier. Ich kann nämlich einfach bursten dann hier vorne, wenn gleich jemand reinkommt. Habe ich noch meinen Fächerschuss. Der reicht aus, um einen Gegner zumindest stark nochmal darüber nachdenken zu lassen, ob er uns denn hier wirklich angreifen will. Ja, wir führen mit einem ganzen Level. Minions, Minion Wave ist immer gut. Jetzt führen wir sogar mit 2 Leveln wieder. Scharfrichter, Blut für Blut, Flickflack. Die Jagd geht weiter. Flickflack finde ich gut. Das Ding können wir einsammeln, das ist eine Regenerationskugel, damit man nicht immer so stark gezwungen ist, hier vorne beim Brunnen sich wieder hochzuheilen oder sogar zurück in die Base zu gehen. Ja, Tyrael, Keskonafer, was machen wir hier? Tyrael ist ein Krieger, witzigerweise. Also man denkt es vielleicht so aus, ein Engelchen, der heilt uns alle hoch und so. Nein! Der geht hier eiskalt mit seinem leuchtenden Schwert, geht er hier vorne einfach in den Kampf rein und basht alles weg. Der kann blenden, der kann chargen, der macht hier die Gegner richtig fertig. Die gegnerische Valla möchte uns natürlich immer
Es gibt natürlich auch hier immer den Spiegelkill nach dem Motto so, ich muss den anderen, der meine Klasse spielt, den muss ich kriegen, den muss ich fokussen. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich schneller bin. Lili. Ich muss weg hier. Meine Gruppe hat schon jetzt wieder mehr Schädel. Es sieht super für uns aus. Dadurch, was passiert durch die Schädel? Unser Golem wird stärker in der Form, dass er mehr Leben bekommt. Ich weiß nicht, ob er noch mehr Damage macht. Ich glaube nämlich nicht, aber er kriegt auf jeden Fall mehr Leben. Ich trinke kurz einen Schluck. Importierte Energy Drinks ist eine schlechte Angewohnheit. Ein kluger Schachzug. Gut. Ist der süß. Da ist Valla, die möchte jetzt hier gerade so ein bisschen pushen. Sieht aus, als wenn sie aus Russland kommt. Tut mir leid, liebe Valla. Nun bin ich vollkommen. 46, das war gerade, was ihr gerade gehört habt, ist die Ult von Illidan. Der hat sich gerade in seine tolle Demon-Form verwandelt. Leute, die Geschichte kennen, werden das mit Sicherheit wertschätzen. So. Wir satteln hier drin nochmal ganz kurz auf. Lauf. Ja, wir haben schon jetzt wieder mehr Schädel, als die Gegner überhaupt einsammeln könnten. Ich habe diesmal nicht so sehr zur Spielmechanik beigetragen. Ich habe hauptsächlich, ich habe noch ein paar Schädel eingesammelt. Abgegriffen. 76, das war jetzt, glaube ich, der Schlag, von dem die sich nicht mehr erholen werden. Da habt ihr gesehen, Königin Zagara hat gerade einen Nydos-Kanal aktiviert. Leute, die die Zerg kennen, werden das wahrscheinlich auch wieder wertschätzen. Ich baller jetzt mal den Golem hier oben weg. Ich könnte unserem Golem helfen, aber Zeratul geht nach vorne. Ich glaube, eigentlich bin ich gerade sehr gut da drin. Da hat ein Spieler das Spiel verlassen. Wie gesagt, wenn man das einmal macht, wenn man das zweimal macht, dann ist kein Problem. Nur wenn man das häufiger macht, wenn man dafür bekannt ist, dass man halt ständig das Game verlässt, wenn man sich aufregt oder raged oder so. Man darf halt nicht vergessen, Leute. Hier gibt es keinen Account nur für das Game. Ihr habt einen Battle.net-Account. Da hängt ihr mit euren privaten Daten dran halt, ne? Und ihr müsst wissen, ob ihr dafür einstehen wollt, dass ihr AFKler seid. Dass ihr ständig rausgeht. Klar, man hat manchmal keinen Bock auf die Leute, weil das Kekse sind, mit denen man da zusammenzockt. Weil die vielleicht keinen Plan haben oder irgendwas, ne? Weil die nicht so kämpfen, wie man sich das vorstellt oder... Na, das passiert halt immer. Ich reg mich auch über die Leute auf, ist ja ganz klar. Nur bei Livan ist das noch eine andere Geschichte. Und ich möchte an der Stelle mal sagen, dass gerade dieses Game hier ziemlich krass ist in der Sicht. Das ist das, was ich gesehen habe. Wenn man einmal Glück hat zum Beispiel mit dem Golem jetzt hier, wenn man den einmal richtig aktiviert hat, wenn man einmal ordentlich Schädel drin hat, dann kann man selbst ein verlorenes Match noch sehr, sehr gut wieder aufholen. Das habe ich selbst bei anderen Games und bisher nicht da gegeben. Na, also wenn man die Kartenmechaniken befolgt, wenn man die gut macht, wenn man halt da die Gruppenkämpfe in der Form richtig macht, dann sieht das gut aus für einen. Na, also ihr seht halt hier mit Valla ist das gerade relaxed. Na. Also es gibt auch tolle Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass man hier diese Munition zum Beispiel verbraucht, dass die Türme nicht mehr schießen. Man kann so ein schönes Zusammenspiel hier machen. Tja, liebe Valla. Nur leider bin ich noch ein bisschen schneller. Und ich kann Break einsetzen. Lalala, lalala. Dann dreh ich mich um. Zack. Ja, sie hat mich aber ganz schön geslowt. Das könnte meinen Tod bedeuten. 2, 1 und Jump. Und einen Heilbrunnen trinken. Du hättest mich verfolgen sollen. Du hättest mich bekommen. Die Jagd geht weiter. Nee. Bin ich eigentlich schon mal gestorben? Nö. Schade. Nee, ich will ja auch nicht sterben. Wisst ihr, was ich will? Ich will dieses Buff-Camp hier machen. Dieses Söldner-Camp, das will ich haben. Das Söldner-Lager. Na, hier renne ich jetzt auch mal hin. Den gegnerischen Golem habe ich platt gemacht. Wie gesagt, diese... Ich werde euch das mal zeigen. I report Gaslow for being a little bitch. Herzlich willkommen in der Welt der MOBAs, ne? Fühlt euch wie zu Hause. Ihr kennt das ja alle schon, ne? Es ist halt überall gleich, ne? Nichts Neues unter der Sonne. Der Pfeil! Zack! Und wir haben dieses Buffcamp für uns eingenommen. Ich verfolge jetzt mal ganz kurz diese netten kleinen Riesen hier. Sind die nicht toll? Ja, in 20 Sekunden öffnen sich auch schon wieder die Minen. Das Rascheln der Steine hier. Das Wehklagen der Untoten sollte uns darauf hinweisen. Ihr seht halt, diese Minions gehen dann hier in die Lane mit rein. Und jetzt verstärken sie unsere Lane-Minions. Drücke mal N und wir holen uns mal Rache. Seid ihr bereit?
gegen die Untoten zu kämpfen? Zeratul ist hier, der carryt uns hier durch. Na, das bin nicht ich, auch wenn ich hier gerade so wirke. Das ist der Zeratul, der hat hier auch... Okay, ich habe mehr Gebäudeschaden, aber das hat nichts zu sagen. Wie gesagt, ich möchte mal erwähnen, nur weil ich hier irgendwie ein paar Werte habe, heißt das noch lange nichts, ne? Also, es geht hier in der Tat nicht nur darum, dass man hier irgendwie die Kills abstaubt oder die Gebäude nur kaputt macht, ne? Klar, führt das jetzt auch zum Sieg mit, aber es geht um die Kartenmechaniken und die muss man befolgen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Ihr müsst diese Sachen hier einsammeln, ihr müsst euch um alles kümmern, da wurde ich interrupted in meiner Ult. Da wurde ich in meiner Ult interrupted. Wer auch immer das gerade gemacht hat, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Keine schlechte Aktion. Die Valla, der Illidan. Ja, das ist eher scheiße. Aber die haben das gerade hinbekommen. Nicht schlecht. Jetzt bin ich gerade tot. Ihr könnt sehen. Das war Tyrael. Mit Tyrael legt man sich nicht an. Das ist ein formidabler Krieger. Der macht hier richtig Damage. Ich bin mir auch sicher, dass das Tyrael hier richtig beim Heldenschaden mitgewirkt hat. Wo ist er denn? Nö, gar nicht. Hä? Okay. Krass. Hätte ich jetzt gedacht. Aber unser Zeratul ist halt ziemlich viel dabei. Ihr seht halt, dass ich auch ein bisschen Damage auf Leute gemacht habe, aber ich mache halt hauptsächlich Gebäude kaputt halt gerade. Ne? Es gibt sogar extra Fähigkeiten, die beim Zerstören von Gebäuden helfen. Diesmal haben wir den schwächeren Golem. Das könnte in der Tat, wenn die jetzt gut sind, unser Ende bedeuten, aber ich glaube es nicht, weil wir nämlich noch zwei Stufen wieder über denen sind. Und wir stehen auch schon an deren Zitadelle dran. Wir stehen schon mit unserem Golem an der Zitadelle. Das ist ein großer Unterschied. Die stehen nämlich nur hier an diesem Fort. Ich bin in 8 Sekunden da und das ist auch für den Golem keine gute Geschichte. Ne? Und hier außerdem noch die Königin Zagara. Die nimmt richtig die Lane-Minions auseinander und der Golem zählt auf zu den Lane-Minions in der Hinsicht. Ne? Also das ist schon awesome. Ja, wundervoll. Also ein schönes Match. Haben wir auch verdient. Ihr seht hier wieder Damage aufpoppt. Das ist jetzt nicht besonders viel. Es gibt Skills, die das erheblich erhöhen, den Schaden gegen solche Minions. Aber ihr seht halt auch, dass unser Golem auch schon down ist. Ich muss zur Türe ehrlich mal hin. Aber vielleicht sollte ich mich vorhin mal ganz kurz ein bisschen heilen. Ja, Valla ist natürlich ziemlich squishy. Illidan geht in seine Demon-Form. Tyrael ist jetzt hier. Ich komme mal hier hin. Ich kann nicht heilen oder so, ne? Ich bin jetzt hier. Funkelchen kann halten. Wenn ihr den Sound wieder erkennt, das ist übrigens so ein bisschen Diablo 2 Sound. Ne, gerade im Hintergrund. Aber die Musik könnt ihr wahrscheinlich nur ganz, ganz leise hören. Da habe ich bewusst mal ein bisschen leiser gemacht. Aber der Sound ist auch großartig. Das ist eine Hommage an alle Blizzard Games hier natürlich. Nicht nur von den Charakteren her. Nein. Vor allen Dingen auch die Musik halt, ne? Tut mir leid, Puppelchen. Also ich kann euch das echt nur mal empfehlen. Also auch die Soundtracks sind großartig. Und das passt alles wie perfekt. Also ihr erkennt sofort immer, wenn ihr Blizzard-Spiele mögt. Ihr erkennt immer was wieder, ihr erkennt vom Sound immer was wieder, von der Musik erkennt ihr was wieder. Ich hab schon häufiger gedacht, oh, das ist aber StarCraft-Musik, die du dann raushörst. Sowas leicht Rockiges oder so mit so leicht Sci-Fi-Alien-Anleihen und dann wusste ich, ja, das ist so ein bisschen der Sound von StarCraft halt, ne? Dann, Warcraft. Nice to see you. Schön, ja. Schöner Soundtrack von WoW, so heldenhaft episch hier. Ne, so. Es sind immer einzelne Riffs, die man halt wiedererkennt. Einzelne Geräusche, einzelne Sounds. Und jetzt gerade so ein bisschen Diablo 2 Sound im Hintergrund. Das klang so ein bisschen wie die Pandemonium Fortress halt. Ganz großes Kino hier. Das ist awesome. Also wirklich. Auch. Ne, dass man hier wirklich hier Illidan versus Zeratul und so, das ist schon einfach geil. Das ist einfach was für Fans. Also, das Game richtet sich insbesondere, also die reinen neuen MOBA-Mechaniken richten sich an Leute, die gerne mal einen neuen Impuls im MOBA-Genre sehen wollen. Ne, Smite hat natürlich auch sowas ganz hart geliefert, muss man ganz klar dazu sagen, indem man die
Optik aufgebrochen hat und sich auch auch Götter genommen hat halt, ne? Man hat jetzt halt über die Shoulder-perfekte Fall den Smite, ne? Und hier hat man halt so diese Kartenmechanik, die wirklich den innovativen Impuls liefern. Das ist innovativ. Es gibt hier Kartenmechaniken, es gibt hier sterbende Assassinen. Na, wir das muss ich ein bisschen aufpassen. Wow, wir haben maximale Schädel. Das war's für die Gegner. Das lässt sich nicht mehr aufhalten. Ihr seht halt, die Zitadelle hat hier noch ein Schild, dieses blaue Schildenergie, damit man sie nicht einfach immer komplett immer so wegdodgen kann, halt wegnuken kann, mit Stealth rangehen und platt machen. Upsi, da habe ich gerade einen Fehler begonnen. Ich muss Drave aktivieren, aber doch, das wird mir nicht helfen. Nein, da habe ich einen Fehler gemacht. Sorry. Was distracted. Ja, durch mein eigenes Reden habe ich mich abgelenkt. Ist aber egal, weil unsere Gruppe hat das hier gefinisht. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war Valla. Das war der Knochengolem. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.